Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute kamen die allerletzten Weihnachtsgeschenke an und die möchte ich euch gerne zeigen, weil das ein Megatipp ist für Männer, bei denen ihr echt nicht wisst, was ihr denen schenken sollt. Und ihr bekommt das sogar jetzt noch rechtzeitig bis Weihnachten. Wenn ihr bis spätestens Donnerstag 15 Uhr bestellt, kommt das am Freitag noch bei euch an. Und zwar habe ich bestellt bei Eat the Ball. Und hier sieht man schon so ein bisschen, ein klassisches Männergeschenk. Geht natürlich auch für Frauen, die in diese Richtung interessiert sind. Es gibt bei Eat the Ball einen Erdball. Den bekommen zum Beispiel meine Schwiegereltern, weil die unglaublich gerne reisen. Es gibt einen Fußball, es gibt einen Football. Football ist, glaube ich, klar, ne? Bekommt Manu. Dann gibt es noch einen Baseball und einen Puck. Einen Eishockey-Puck und Volleyball. Also wenn ihr Leute habt, die sich in diese Richtungen interessieren, dann könnte das folgende was für euch sein. Ich zeige euch gleich, was genau ich bestellt habe. Ich habe fünf verschiedene Sachen bestellt. Aber erstmal wollte ich euch noch was zu Eat the Ball erzählen und nehme da diese wunderschöne, hübsche Broschüre hinzu. Hier sieht man dann, was man mit Eat the Ball so alles Geiles, Leckeres machen kann. Den Burger finde ich super cool. Genau, Eat the Ball ist das Brot einer neuen Generation aus rein natürlichen Zutaten. Die Original Line, die habe ich auch bestellt, ist eine hochwertige Alternative zu klassischem Weißbrot. Und die Multi Line, die habe ich auch bestellt, ist für besonders ernährungsbewusste Menschen mit natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen und hat vor kurzem dem Eat Healthy Award in der Kategorie Brot und Brötchen gewonnen. Genau. Und da hat man, das ist ja richtig cool, hat man jetzt wirklich in diesem kleinen Heftchen Rezepte drin, was man machen kann mit den verschiedenen Eat the Ball Produkten. Das werde ich dann denjenigen einfach mit ins Geschenk packen, zu dem jeweiligen Produkt, was ich mir ausgesucht habe. Und die kommen halt frisch, die Sachen. Die kommen gekühlt, die Sachen. Die müsst ihr dann auch gleich wieder kühlen. Aber ihr könnt sie auch einfrieren. Das bekommt ihr dann dort gesagt, wie ihr das macht. Also ihr könntet es jetzt auch direkt einfrieren und dann später wieder auftauen und verschenken. Und ich zeige euch jetzt, was ich mir bestellt habe. Und zwar habe ich einmal den Fußball bestellt in der Original Line. Also da sind immer vier Stück drin. Also vier so kleine Fußbälle sind da immer drin. Den Fußball habe ich bestellt. Dann habe ich den Erdball, habe ich ja euch schon erzählt. Den bekommen Manus Eltern. Der sieht dann so aus. Sind auch vier Erdbälle drin. Und ein so ein Packen kostet nur 3,99 Euro. Also auch ein super günstiges Geschenk, wenn man sagt, nur für Freunde oder Bekannte. Und dann habe ich drei verschiedene Footbälle, wollte ich gerade sagen. Drei verschiedene Sachen aus dem Football-Bereich. Zwei davon wird Manu bekommen und eins davon ein Kumpel von uns. Und so habe ich einmal das bestellt. Da bin ich auch mega gespannt drauf, wie das ist. Da ist der Football, also das ist Original Line, also Weißbrot ähnlich. Und es ist gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme. Bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt, wie das sein wird. Dann habe ich den Multiline bestellt, was Manu auf jeden Fall auch bekommen wird. Und dann natürlich nochmal den Football in der Original Line. Und da sind auch jeweils vier Stück dran. Die Multiline ist ein bisschen teuer. Ich glaube, die kostet 4,99 €. Aber ich finde das auch noch super in Ordnung preislich. Und ich finde es halt, es ist echt mal eine andere Idee. Hier steht das übrigens nochmal. Also ihr könnt das bei minus 18 Grad auch einfrieren und danach halt einfach auftauen lassen. Und ansonsten sind die halt dann wirklich so gedacht, dass die wirklich geliefert werden und verzehrt werden. Genau, 24 Stunden lang frisch. Einfach gutes, wertvolles Brot. So, also Eat the Ball ist für euch heute meine Last-Minute- Geschenkidee, was ihr, wie gesagt, noch bis Donnerstag 15 Uhr bestellen könnt und dann ist das am Freitag vor 12 Uhr noch bei euch. Bei mir kam es sogar 10 Uhr, kam es heute Morgen an. Finde ich eine super geile Idee. Das kommt jetzt bei mir sofort in den Kühlschrank und wird dann schon an die Leute verteilt, die das dieses Jahr von mir bekommen werden. Ich verlinke euch Eat the Ball unten in der Infobox. Falls das für den einen oder anderen noch was für euch ist, wollte ich euch das nicht vorenthalten. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!